Meine Lieben, what a day, ja, was ein schöner Tag. Ein grauer Herbsttag, ein arschkalter Herbsttag irgendwie heute Morgen. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen wärmer. Oh, ja, die letzten Tage war es ja noch mal ein bisschen warm gewesen. Schauen wir mal. Heute haben wir eine relativ lange Mondpause, Leute. Bitte achtet darauf, denn wir haben zunehmend den Mond im Skorpion, der geht heute Abend in den Schützen über und von etwa 17:45 Uhr, also 17:43 bis 21:36 Uhr haben wir Mondpause. Das sind fast 4 Stunden. Also das kann für Konfliktpotenzial sorgen, für ja, dass ihr euch emotional lost fühlt, ja. Vor allen Dingen natürlich die Zeichen, die Wasserzeichen und die Feuerzeichen in diesem Falle. Und da müsst ihr wirklich in die Kraft kommen. Es passt ja wunderbar mit der ersten Karte. Also die Kraft. Und das ist eine Karte, die mag ich natürlich sehr, weil die zeigt auch ganz viel Leidenschaft, ja. Die repräsentiert unter anderem natürlich klarerweise auch die Feuerzeichen, beziehungsweise natürlich im Speziellen den Löwen, ja. Und die Kraft ist eine Karte, die ganz viel Lebensfreude, Vitalkraft, Leidenschaft, sexuelle Energie zeigt, ja. Also hier kommt jetzt in die Beziehung Leidenschaft zurück, ja. Und ganz lustvolle Erfahrungen, ne? Das ist schon mal sehr gut. Und da haben wir auch gleich den Typ dazu, würde ich mal sagen. Also, nämlich den Ritter der Kelche, aber ihr wisst, Ritterkarten sind immer Stimmungskarten, ja, also keine Personen in dem Sinne, aber es kommt jetzt heute dann doch eine Stimmung auf, die sehr friedfertig ist, die gute Laune zeigt, die Entspannung zeigt, ja, die, ja, so ein tiefes inneres Verständnis anzeigt, ja, Dankbarkeit und Verwirklichung von Plänen. So, dann haben wir den Hängenden dabei. Der Hängende ist erstmal eine Sache, wo man sagt, okay, das ist jetzt alles schön. Dennoch, geh mal aus dieser ganz großen Erwartung raus. Versuche in jedem Falle die Perspektive zu verändern. Ja, ne? Das wäre in jedem Falle wichtig, die Perspektive zu verändern, denn hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass du noch mal eine ganz andere Erkenntnis bekommst, ja? Na? Neue Perspektiven bitte betrachten und ja, das sieht richtig, richtig gut aus, Leute. Also, ihr merkt zwar gerade, man kriegt hier eine Nachricht nach der anderen, lasst mich aber hier nicht ablenken. So. Also es ist wichtig, auch die Perspektive des Gegenübers einfach zu respektieren und zu sehen in diesem Falle. Na, das ist ganz wichtig hier mit der Karte des Hängenden, also dass ihr nicht nur egoistisch da drauf schaut. Dann haben wir zwei Stäbe, ja. Das ist die Herausforderung, ja. Also keine leeren Versprechungen machen, ja. Vielleicht auch zwischen den Stühlen stehen, so kann man das hier immer auch wieder sagen, ja. Versuche neutral zu bleiben. Also das hängt gut zusammen, das passt sehr gut zusammen, diese Information. Und deshalb, stay cool, kann ich da nur sagen, in jedem Falle. Und ganz neutral eine Meinung bilden. Also wirklich auch das Gegenüber respektieren. Dann kommt der Wechsel und der spielerische Umgang hier wieder rein. Die hatten wir gestern, glaube ich, schon die Karte. Zwei Scheiben. Und dann ist er, und jetzt kommt er wirklich rein. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig, ne? Denn der König der Stäbe ist der willensstarke König, der temperamentvolle. Dann kommt er mit seinem ganzen Engagement auf dich zu. Das ist das, was du dir ja auch wünschst, ne? Und da kommt er mit ganz viel Selbstbewusstsein, mit tollen Impulsen, mit Schwung auf dich zu, ja. Und
Das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine Warmherzigkeit, die damit einhergeht. Der hat ein bisschen Risikofreude, der kann Bäume ausreißen. Also das ist wirklich genau das, was dann kommt, wenn du eben die Perspektive veränderst, also ihn auch respektierst, seine Thematiken, dich seiner Thematiken annimmst, versuchst, die zu verstehen und hier nicht in diese Unentschlossenheit reingehst, sondern aktiv den Wechsel mit die Veränderung mit angehst. Oh, das ist schon mal schön, ne? Heute Abend haben wir ja die Doppelzeremonie, die heute Abend und morgen ist. Dafür könnt ihr euch noch für 49 € registrieren. Sonderpreis für beide Zeremonien heute Abend und morgen. Und da geht es eben wieder rund, geht's rund um Stabilität wieder im Leben. Spiritualität, ja. Anhaftungen loswerden ist auch jetzt der Skorpionmond, der in den Schützen geht heute. Können wir das gut machen? Die Warnung, ohnmächtig zu sein, die hatten wir jetzt auch hier schon. Also, das ist in jedem Falle schon mal sehr gut, ja. Und dann erblüht das Ganze. Also ganz tolle Informationen heute von den Karten. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr gut werden. Also da läuft doch jetzt das Ganze, würde ich mal sagen, in die richtige Richtung. Also in diesem Sinne, einen ganz geilen Tag für euch. Bis dann, ciao.